Brandschutz beim Verkehrsunfall ist ein Thema, welches neben der technischen Rettung nicht vernachlässigt werden darf. Wenn ein Fahrzeug brennt oder zu brennen beginnt, dann müssen wir als Feuerwehr schnell eingreifen, um Personen und gegebenenfalls Einsatzkräfte zu schützen. Doch welches Löschmittel muss ich wann bereitstellen? Bei einem Verkehrsunfall, bei dem das Fahrzeug nicht brennt, keine Brennbrandflüssigkeiten wie zum Beispiel Benzin austreten und es sich nicht um einen Gefahrgutunfall handelt, reicht primär der zweifache Brandschutz aus. Der zweifache Brandschutz besteht aus Wasser und Pulver. Mit diesen beiden Löschmitteln können wir gute Löschwirkung erzielen und eine große Spanne an Brandklassen abdecken. Wenn wir aber austretende brennbare Flüssigkeiten oder einen Gefahrgutunfall haben, dann müssen wir den dreifachen Brandschutz sicherstellen. Dieser besteht aus Wasser, Pulver und Schaum. Also den zweifachen mit Schaum ergänzt. Die Wahl des Löschmittels hängt von dem brennbaren Stoff ab. Außerdem muss bei Gefahrgutunfällen noch mal mehr über die richtige Wahl des Löschmittels nachgedacht werden, da es auch Stoffe gibt, die mit einigen Löschmitteln reagieren. Bei Fragen stellt diese gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und bleibt gesund. Euer Alex.